Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ich werde jetzt in dem Teil wahrscheinlich immer in dieser Perspektive anfangen, da es keine Möglichkeit gibt, die Waffe wegzustecken, beziehungsweise habe ich keine gefunden. Nee, ich habe keine gefunden. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich kann mich nicht von vorne sehen. Sofern ich nicht auf einer Station, wenn ich jetzt im offenen Kampf bin, also in einer Mission so wie hier, werde ich immer aus dieser Perspektive starten. Nur direkt mal zur Info. So, ich muss... Das ist auch nicht recht hier. Ja, doch. Ah, ich habe jetzt hier eine Waffe gefunden und kann direkt die Bewaffnung... Okay, warte mal. Das sind meine Sekundärwaffen? Was zur Hölle ist das denn? Aufladung. Ah, ich habe sogar hier Gewicht und... Was zum Teufel, wenn ich das hier da reinlege. Wie geht denn das? Also mein Aufladetempo-Gewicht-Bonus ist absolut grottig. Minus 200% ist jetzt nicht allzu viel. Wie lang dauert denn das? Wenn ich jetzt... Okay, man kann es ganz leicht erkennen oben links in der Ecke, aber es dauert schon einen Moment. Aber gut, ich kann das, denke ich, noch skillen später. Gerade hier bei Fitness, oder? Habe ich schon verkackt. Vielleicht hätte ich das hier oben nehmen sollen. Vielleicht kann ich das später noch... Ach, oder, okay. Wer seid ihr? Ihr schießt einfach Leute. Attacke! Das war der Plan, mein Freund. Da ist noch einer. Ich sehe es genau. Die Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Gute Frage. Ich dachte, Cerberus wären unsere Freunde. Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Cerberus war schon immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich es mal so sagen kann. Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Woher zur Hölle soll ich das wissen? Ja, gute Frage. Sie haben für Sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass Sie es jetzt nicht mehr tun? Das ist mir doch scheißegal. Ich habe sie benutzt, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Aha, wen haben wir denn da? Er hat doch was von der Zooni gesagt. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Mehr oder weniger. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja. Naja, dezent. Die haben schon alles in Schutt und Asche gelegt. Aber warum sind Sie hier? In Deckung gehen. Mach dich weg hier, Yamis. Sie haben uns gefunden. Ihr be... Ach nee. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Ich scanne die Umgebung. Vielleicht kann ich hier hochklettern. Cerberus war... Könnten Sie mit den Was? Zusammenarbeiten? Ach so, hier. Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Ja, die mit den Reapern zusammen. Okay, ich glaube, so weit würden sie nicht gehen. Allerdings... Oh, verdammt, den wollte ich schon erschießen. Ich habe mal ein bisschen meine Bewaffnung geändert. Und zwar habe ich jetzt nur noch zwei Waffen hier unten. Ich hätte vielleicht das Sturmgewehr, das Snipergewehr statt der Schrotflinte nehmen sollen. Jetzt habe ich aber allerdings ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte. So, irgendwie muss ich hier rein. Das sieht gut aus. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich hacke mich da rein.
weil ich schon Profi bin. Ich kann das nicht freischalten, aber haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Ist es die? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Sicherheitskontrollpunkt. Die ballern davon rum. Ich will mitmachen. Ich will auch. Hören Sie mich? Schlecht. Der Strom verursacht Störungen. Ashley hat Spaß da drüben, würde ich sagen. Oh. Die Tür ist aber immer noch offen. Also macht das wenig Sinn. Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Na dann lass mal hören. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Ah, ich kann meine Waffen modden. Ah, nee. Okay, es gibt schwere Pistolen, Schrotflinten, Maschinenpistolen, Präzisionsgewehre und Sturmgewehre. Ich habe jetzt gedacht, das wäre Primärwaffe 1 und 2, aber das sind verschiedene Waffenarten. Aber ich finde es gut, dass ich mich auch entscheiden kann dazu, die Waffen nicht auszurüsten, weil manche Waffen habe ich einfach nie benutzt. Also ich habe jede Waffe benutzt, weil... Was? Ultraleichte Materialien? Ah, kann ich vielleicht... Ich habe sowieso keine MP, daher macht es keinen Sinn. Aber ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Ich weiß nicht, was die Ashley für ein Problem hat, aber irgendwie scheint ihre Panzerung nicht so ordentlich zu funktionieren. Oder ihr Schild. Oh, da vorne. Sie kommen. Nee, sie haben die Tür aufgeschweißt, aber wollen jetzt nicht mehr, oder was? Was ist das für ein Geruch, obwohl die Belegschaft noch drin ist? Tja, jetzt wohl nicht mehr, hä? Ach, guck mal einer an. Das sind... Ach, die haben die Tür zugeschweißt. Das heißt, ich muss es jetzt so einstellen, dass ich hier rein kann. Das nehme ich mit, ja. Haben Sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht? Komm ich da dran? Haben Sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Ah, okay. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Ist alles abgeriegelt. Die Bahn. Können wir das in der Sicherheitsstation rücken? Die Monorail. Es ist gleich hier. Ah, Dead Space. Das gute alte Dead Space. Vielleicht spiele ich das irgendwann nochmal. So, einfach nur, um mal wieder reinzuschauen. Wie es so ist, das war mein allererstes Let's Play überhaupt. Vor, ich weiß gar nicht, 6 Jahren. Oh mein Gott, ich habe mir vor ein paar Wochen die allererste Folge mal angeguckt. Die war, ging, glaube ich, nur 10 Minuten und... Katastrophe. Eine Oh, Scheiße. Hm. So hört sich manchmal mein PC an, wenn er einen Bluescreen hat. Der einzige, den ich kenne. Es darf sie nicht erfassen. Schlau, sich hinter einer Glasscheibe zu verstecken, ist es nicht vielleicht. Weitergehen. Ich soll mittlere Maustaste drücken. Ich drücke, aber hier passiert überhaupt nichts. Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh Gott, er sieht aus wie ein Husk. Das ist nicht sehr gut. Garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Okay. Ich weiß gar nicht, wo die Bahn... Ach, da drüben. Da kommen sie. Wie sie direkt anfangen zu schießen. Schmusch weg. Alter. Schön durch den Schlitz weggeschossen. So gefällt mir das. Okay. Komm, Freddy. Bus fahren. Und ein Trupp wütender Cerberus
Die wussten das. Wahrscheinlich wussten die, dass das Delta-Team nicht vorhanden ist. Okay, aber was ist jetzt hier mit Zerberus? Oh mein Gott. Hier, nur für euch. Die Ashi scheint echte Probleme mit ihren Schilden zu haben. So wie sich das anhört. Oh, die Schrot finde ich echt gut. Oh mein Gott. Nee. Also die scheint eine sehr, sehr kurze Reichweite zu haben. Aber sehr, sehr stark zu sein. Also da muss ich schon genau... Oh, was ist denn das? Ist das ein Sturmgewehr? Auf die Plätze, fertig, los! Das... könnte ein Sender sein. In sehr groß. Und sehr viel. Aber ich weiß das nicht. Du blöde Snitch, du. Guck ihn an. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Ist Ihre Zeit vorbei? Du Snitch, du. Liara. Ich hab dem nie wirklich vertraut. Ich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Du hast ja keine Ahnung. Shepard. Was? Die Daten sind nicht hier. Der hat sich die schon geholt. Sie werden gelöscht. Wer ist das? Der Winter Soldier. Verdammt. Er hatte so ein bisschen die Haare von dem gerade. Jemand lädt die Information lokal hoch. Ich verliere sie nicht. Oh fuck. Go, go. Du blöde Heck. Bist jetzt gerade echt noch. Ey, was war das für eine Aktion? Da ist sie. Boah, sie schnell. Dann Scheiße. Den kommt. Ach, Quatsch. Den kommt nicht. Vorsicht. Erwischt. Der verrammt die einfach frontal oder was? Und hat uns damit fast umgebracht. Ist eigentlich noch... bei Durst? Mal ganz doof gefragt. Ich glaube, der hat einen gewissen Schatten. Oh, die ist noch am Leben. Das ist eine KI. Das ist wahrscheinlich Edi. Als Körper. Weil Cerberus hat Edi ja auch installiert. Und... Ich hätte sie ja da gelassen. Der Gerät. Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Das wäre mal eine Idee. Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Ich garantiere für nichts. Ich melde mich. Der Rat hat mir nie geholfen. Ich habe dem Rat nie geholfen. Kurzer Krieg. Wenn nicht, wird es ein verdammt kurzer Rat, würde ich sagen. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ach nee. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Wie ist er, Bailey? Captain Bailey. Schön, ja. Sie auch. Gute, aber es ist jetzt schmierige Officer. Oh. Glückwunsch.
Ah. Was? Zwei. Was stand da? 15 Ruf? Zwei Abtrünniger? Moment. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen ihre Orkert-Pause. Alles, was geht. Die Erde ja, was bleiben, geht? Aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Und die Turianer gehen jetzt wieder vor, ihr Pissköppe oder was? Shepard den Rat beim letzten Reaper-Kampf für die Interessen der Menschen geopfert hat? Stimmt, aber ich zögere nicht, das nochmal zu tun. Weil wir Shepard gefolgt sind. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Da haben wir es. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianer-Region hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte die ist jedenfalls beschäftigt. Unglaublich. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben. Och, ja, wir können euch nicht helfen. Wir sind wichtiger. Dieser verdammte Rat. Ich werde die auslöschen. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteaner-Gerät raus, so viel ich kann. Vielleicht sollte ich mich den Reapern anschließen, ganz einfach. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Da wäre noch etwas. Ach was. Der Rat hat zugestimmt, ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Will ich nicht. Und man ist sicher, dass ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Nee. Kannst du behalten. Viel Glück. Ich hatte den... Ja, großartig. Die mich verarschen? Es ist ein Anfang. Warum geben die mir jetzt meinen Spectre wieder zurück? Im zweiten Teil wollte ich ihn auch nicht haben. Da haben sie mich gefragt und habe ich gesagt, nö, leck mich. Und jetzt auf einmal schieben sie ihn mir hinterher. Ich werde die Allianz ausrotten, den Rat, jede einzelne, ich glaube einfach die Technologie von Cerberus und kontrolliere die Reaper selbst. Und dann bin ich nämlich die einzige Macht. Shepard ist absolut. Ja. Und was ist das denn hier? Ist das ein Schießstand? Nee, komm. So, was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was ist das jetzt? Hat der jetzt einen Albtraum? Ernsthaft? Okay. Der hat jetzt echt einen Albtraum wegen dem kleinen Jungen. Ist das dein Scheiß ernst? Hat er vergessen, wie viele Leute wir im ersten und zweiten Teil einfach haben sterben lassen oder aktiv mitgeholfen haben, die zu töten? Und jetzt hat er wegen einem ranzigen Kind einen Albtraum? Also bitte. Jetzt wird man nicht weich. Der sieht schon ein bisschen merkwürdig aus mit dem neuen Editor. Das könnte aber auch nur Gewöhnungssache sein. Der sieht ein bisschen, ich weiß nicht, tot aus. Das Gesicht von dem ist einfach nur genial. Der sich, the fuck? Ich weiß auch nicht, dass sie auf einmal sagen, oh, ja, Albträume, oh nein, das ist ein Kind. Pff, wen juckt das? Liara, kann ich helfen? Ich möchte, dass sie bleibt. Gut, Edie. Sie möchte, dass sie bleibt. Stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen. Ganz genau. Edie ist eine KI, volles Bewusstsein. Bei Videoleitung mit ihnen sprechen. Dass die ganzen Allianz-Ratten wieder angeschissen kommen, die werden sich noch früh genug wundern, wen sie hier ans Steuer gelassen haben. Mit dem Rat informiert. Richte über ihren Fortschritt. Niemand erwartet irgendwas. Niemand kann irgendwas von mir. Ja, vier Abtrünniger. Niemand kann irgendwas von mir fordern, also. Seht euch diese Leere in seinen Augen an. Oh je. Sie haben keine Ahnung, was sie getan haben.
Das wurde alles von Reapern eingenommen. Nee. Okay, wenn ich jetzt hier hin will, kann ich da irgendwas machen, wie Planeten erkunden? Also, im ersten Teil rumfahren oder wie im zweiten Teil scannen? Irgend sowas? Holy shit. Da kommen sie! Da! Da! Weg hier! Verpisst euch! Nee. Ausweichen erfolgreich. Huh! Das ist okay. Was hat der hier so? Sekunde, ich bin gerade dabei, hier auszuwählen, mein Freund. Alter. Ja, das gefällt mir. Da bin ich ja mal gespannt. Ich soll irgendeine Reaper-Technologie ausfindig machen. Die ist da oben. Das heißt, ich gehe... Nein, ich will da runter. Na gut. Dann gehe ich erstmal hier lang. Abflug. Oh, schnell weg hier. Das war schon... das ein oder andere Mal sehr knapp. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Aber hier kann ich meine... also Freizeitkleidung. Was ist denn... ein Hoodie? Ernsthaft? Der gibt einen Scheiß auf nix. Oh nein, nein, das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Ah, wer könnte das nur sein? Ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Der ist völlig geistesabwesend. Der guckt irgendwo hin einfach so. Was ist der Titel da? Ich habe keine Ahnung. Was gibt's heute zu essen in der Kantine? Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Links, dort ist die Hauptbarrikade. Ja, rauf und dann links. Da würde ich gern hoch, aber... Rauf und dann links. Dort ist die Hauptbarrikade. Da geht's nicht rauf. Wie komme ich denn da hoch? Oh, die Schrotflinte ist schon dezent nützlich gegen die, muss ich sagen. Da kann man schon einiges mit anfangen. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Bereich für Sie finden. Guck ihn dir an. Garrus. Diese zermalmte Fresse kenne ich überall. Ich habe sie nicht eintreffen sehen. Ja, ist aber wieder gut verheilt. General. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Palavan. Heuschrecke nähert sich mit Ziel. The fuck ist das? Ach du Sch... So ein Vieh haben die verändert. Das sind diese Drachen von T'Chanka. Die haben mich jede Lebensform einfach umgebaut. Die haben jede Lebensform eingenommen. Turianer, Menschen, Larven, nee, Heuschrecken, oder wie die heißen, keine Ahnung. Ach komm. Als ob der sich nicht oben auf dem Ding halten könnte. Heilung, Heilung. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ja, von hinten wurde ich auf einmal festgehalten irgendwie und dann... oh Gott. So einfach geht's. Das heißt, die Salarianer haben die Genophage erschaffen und die Turianer haben sie quasi losgelassen, wenn man so will. Das war's erstmal für diese Folge von Mass Effect 3. Es ist anders. So viel kann ich jetzt schon sagen. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Folge. Es ist sehr, sehr anders. Das mit dem Gesicht, die, also Emotionen hatte Shepard null. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie den ersten und zweiten Teil so gar nicht richtig bedenken. Weil im ersten Teil wurde ich super böse. Im zweiten war ich quasi der Teufel und war Feind von allen. Und jetzt ist so, ja, hier ist Spectre, dies, das, kriegst du alles, kein Problem. Ich meine, was? Haben die letzten zwei Teile wirklich nicht mitbekommen? Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns und in diesem Sinne, bis dahin.